New York. Oh mein Gott, oh Gott. Ja. Lunch on the skyscraper. Geil. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wie ihr sehen könnt, sind wir wieder in Berlin in unserer Wohnung und ich bin so happy, wieder zu Hause zu sein und in meiner eigenen Wohnung zu sein. Es war so ein schönes Gefühl, hier wieder reinzukommen. Ich war ja 3 Wochen eigentlich nicht da. Ich war ja in Dubai. Ich kam aus Dubai Sonntagabend wieder und wir sind Montag früh direkt nach München gefahren. Also ich war genau eine Nacht eigentlich nur in der Wohnung und da waren wir jetzt 2 Wochen halt. In München haben wir jetzt aber beschlossen, wir fahren wieder nach Berlin und sind hier weiterhin in Self-Isolation und ja, genießen hier unser Leben. Es ist jetzt gerade Dienstag. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen gearbeitet. Ich habe schon IGTV gedreht für einen Kunden und habe jetzt gerade gefrühstückt. Jetzt mache ich mich gerade bereit, denn ich habe gleich einen Marktforschungs-Call. Ich baue gerade so ein Coaching-Programm und spreche da mit ganz vielen Unternehmen, um halt so ein bisschen Insight zu bekommen, wie so die eigentlichen Probleme aussehen. Ah ja, ich dachte, ich vlogge jetzt einfach mal die nächsten Tage. Ich weiß nicht, was alles so passieren wird, ob das spannend sein wird, aber we will see. So, Marktforschungs-Call ist vorbei, lief sehr erfolgreich, war sehr interessant und sehr cool. Und jetzt wollte ich mal gucken, weil Philipp und ich haben die letzten Tage überlegt, ob wir mal Cupcakes bestellen bei so einem kleinen Cupcake-Laden in Berlin. Das ist voll cool, die liefern jetzt halt Cupcakes und ich finde es immer schön, solche kleinen Läden zu unterstützen. Also der heißt literally Cupcake-Laden hier und die posten immer in ihre Stories, was es für Cupcakes gibt. Schatz, heute gibt's Peanut-Karamell, Vanilla-Pudding, Himbeere-Tonka, himbeer-weiße Schoko, Frankfurter Kranz und Schoko-Banana. Ach, und noch mehr. Cookie-Dough-Brownie. Ja, und da bestellen wir vielleicht ein paar. So, ich habe jetzt gerade ein bisschen Animal Crossing gespielt, Leute. Ich bin addicted ungefähr. Also einerseits finde ich es richtig krass süchtig machen. Andererseits bin ich so, ja okay, jetzt angel ich ein bisschen. Jetzt fange ich ein paar Schmetterlinge und schüttel ein bisschen an Bäumen und sonst. Aber ja, es macht auf jeden Fall mega Spaß, mit der Switch zu spielen. Also, I'm a fan. Und ich habe eine Pfirsichinsel, liebe Freunde. Yay. Und jetzt mache ich mir gerade noch Essen von gestern warm. Ich habe gestern meine Reispfanne gemacht. Ich muss mal in meinen Cooking with Hannah Videos nachgucken, ob ich euch da mal das Rezept gegeben habe. Aber das ist einfach so eine... Ja, so eine Reispfanne mit Zucchini, Pilzen und Tomaten. Und dann mache ich mir jetzt gerade noch ein bisschen in der Mikro warm. Und Cupcakes bestellen wir gerade. Also ich habe unsere Auswahl schon dem Account geschickt und jetzt müssen wir gerade die ganzen Lieferwort-Sachen und so ausmachen. Ach, ich freue mich so, ich liebe Cupcakes. Ich habe so lange keine Cupcakes mehr gegessen. Wenn es klappt, dann bin ich so krass happy. Es ist fertig. Hell yes. Und guck mal, Leute, auf Westwing kann man ja so Raumplaner machen. Dann habe ich mir so ein Moodboard erstellt, weil ich hatte ja so gerne ein Office, also ein eigenes Büro in der Wohnung. Gerade arbeite ich ja hier und es ist auch voll schön und alles. Das Problem ist nur, dass es halt im Wohnzimmer ist und halt, wenn Philipp da ist, dann habe ich halt nie so richtig meine Ruhe, was ja klar ist, meine Wohnung in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, aber es ist halt voll schwer, weil immer jemand da ist und man hat halt immer irgendwie Lärm und ich kann nicht im Schlafzimmer arbeiten, ich will auch nicht im Schlafzimmer arbeiten und hier ist halt so der größte Aufenthaltsbereich und auch die Toilette ist halt hier direkt beim Wohnzimmer und die Küche, das heißt, eigentlich ist man immer hier und ist halt vor allem doof, wenn ich dann halt Kundengespräche habe oder so, ich habe ja total viele Calls und auch Videocalls und im Hintergrund darf ja dann nicht einfach jemand komplett durchlaufen und so. Ich träume schon ganz, ganz lange von einem Office, mal gucken, ich habe noch gar nichts entschieden oder irgendwas. Aber ich hätte irgendwann total gerne eine größere Wohnung, wo ich halt noch einen zweiten Raum habe. Also quasi eine 3-Zimmer-Wohnung, wo ich dann halt Platz für ein Office habe. Und das habe ich jetzt schon mal geplant mit Westing, weil die haben so schöne Möbel und... Ich meine, guck doch mal. Ich finde allein die Lampe, das Sofa und der Stuhl, ich finde es so schön. Ich meine, wir müssen jetzt mal nicht über den Preis von den Sachen sprechen, weil... ja, die sind nicht ganz so günstig. Ich habe jetzt mal ein riesen Paket reingeholt, was vor unserer Tür stand, als wir aus München wieder kamen. Und es sind Bilder von Poster Lounge. Also keine Kooperation ist, aber sie sind tatsächlich von Poster Lounge. Einmal haben wir hier schon Poster, die sind für den Eingangsbereich. Du mit so einem Scherzkeks, das ist ja der Wahnsinn. Wir haben hier einmal ein Bild für unser Schlafzimmer. Ta-ta-da! Ta! Ich glaube, das kennt jeder, das Bild, oder? Ja, was ist es denn für ein Bild? Ja. Lunch on the skyscraper. Halt das tolle Gebäude. Ich weiß nicht, ob es Empire ist oder... Frag mich nicht. Auf jeden Fall ist es halt Lunch irgendwo. Und dann habe ich hier noch ein Bild. Das ist für Luisa. Das hat die mitbestellt. Für New York. Ist auf jeden Fall so Acrylglas. Und jetzt habe ich neue Poster für diese Bilderrahmen, die hier aus dem Eingangsbereich sind. Hier haben wir das kleine. John Lennon, oder? Wusste ich. Und dann rahmen wir um. Yay! Ich wollte jetzt kurz noch zeigen, wie die Bilder
aussehen. Hier haben wir einmal die Bilder im Eingangsbereich. Sind auch wieder Schwarz-Weiß-Fotografien, aber finde ich super schön. Das andere Bild ist dieses hier. Ich habe das jetzt erstmal kurz übers Bett gestellt. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen. Also entweder das Bild kommt dahin, aber irgendwie dachte ich, das wäre größer. Deswegen, wir wissen nicht, ob wir es austauschen. Aber auf jeden Fall haben wir es sonst als Reserve im Keller und holen es dann raus, wenn wir Lust haben. Weil ich will eigentlich ungern neue Löcher bohren. Leute, bohren, das war... So, Freunde, Cupcakes sind bestellt. Leider gab es nicht mehr all die Sorten, die wir wollten. Aber ich bin mal gespannt, wie sie schmecken. Sie waren auf jeden Fall nicht so günstig, aber ist ja okay. Wir unterstützen hier lokale Unternehmen. Da kann man schon mal 25 Euro für 6 Cupcakes zahlen. Habe ich mir jetzt verdient, ne? Weil wir filmen gerade parallel noch ein zweites Video. Und zwar Shooting-Ideen, die man in der Wohnung machen kann. Also Indoor-Shooting-Ideen. Und das läuft bisher ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie viele ich jetzt habe. Ich glaube 5 oder 6. Und ich habe auf jeden Fall noch 2 weitere im Kopf. Eigentlich würde ich total gerne auf 10 kommen, aber das ist nicht so einfach. So, Friends. Es wird Zeit, die Wäsche abzuhängen und neu aufzuhängen. Ich habe nämlich schon 3 Ladungen Wäsche gewaschen, seit wir da sind. Ich bin sehr proud. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Und wir starten die Timelapse für euch. Zwischenpause, weil meine Cupcakes sind angekommen. Ich bin so excited. Oh mein Gott, das sieht so lecker aus. Also wir haben 4 Cupcakes und einmal Cheesecake und einmal Brownie und beides mit Cookie Dough. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Geil. Aber ich muss erstmal kurz noch die Wäsche aufhängen. Okay, Freunde, die Zeit ist gekommen. Ich probiere den ersten Cupcake. Ich stelle euch immer auf die lustigsten Sachen drauf. Jetzt ist es zum Beispiel meine Stiftebox. Ich glaube, ich probiere jetzt Blaubeere, weiße Schokolade. Oh mein Gott, ich bin so excited. Ich habe so lange auch keine Muffins mehr gegessen. Muffins sind immer so Kindergeburtstag-Sachen. So, ich backe nie Muffins. Ich backe, wenn, dann immer Kuchen. Ich glaube, ich schneide mal in der Mitte durch. He juicy. Oh mein Gott, oh Gott. Hell yes. Ich habe nur den halben gegessen, damit Philipp den auch noch probieren kann. Und jetzt probiere ich den hier. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was für einer ist. Also obendrauf ist Schokosoße und Schokocreme. Vielleicht ist es der mit Vanillepudding oder der mit Doppelchocolate. I don't know. We will see. Ich habe jetzt schon überall Schokolade. Okay, Vanillepudding it is. Oh, geil. Mmh. Echt lecker, aber ich glaube, ich fand den mit, ich mag halt Frucht und Schokolade in Kombi richtig gerne. So, ich höre jetzt gerade unsere neue Podcast-Folge an, die gerade rausgekommen sind. Wir haben die über FaceTime aufgenommen. Falls ihr nicht wusstet, wir haben einen Podcast, also Luisa und ich, der heißt Growing Up is Hard, findet ihr auf Spotify, auf Apple Podcasts und Podcaster. Ich habe jetzt noch ein Video gedreht für Boss Babe. Falls ihr Instagram-Account kennt, die posten voll viele gute Quotes und so. Und die haben auch ein Coaching-Programm gemacht, was ich, wann habe ich das denn gemacht? Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, ich weiß gar nicht genau. Da habe ich das Programm von denen mitgemacht, das heißt IGA, Insta Growth Accelerator. Und da wollen sie mich als Success Story posten. Und da musste ich jetzt gerade noch ein englisches Video für die aufnehmen. Auch so quasi ein Testimonial-Video. Genau, und das, ich importiere jetzt mal die ganzen Clips, die ich schon gefilmt habe, auf meinen Laptop. Von dem Vlog, von dem Fotolocation-Video und auch von dem Boss Babe-Video. Und dann lade ich das alles hoch, sortiere das alles mal ein bisschen. Und ich glaube, dann chill ich erstmal ein bisschen. So Leute, ich habe eigentlich keine Ahnung, wann ich zuletzt gevloggt habe. Ich habe eigentlich den restlichen Tag nur noch YouTube-Videos geguckt, hatte noch einen Markt Forschungscall und habe da Temptation Island noch geguckt und jetzt habe ich gerade Abendessen gemacht. Es gibt eine Spätzlepfanne. Ich glaube, die ist auch in irgendeinem Cooking with Hannah. Ich bin mir nicht sicher. Und jetzt kniffeln wir und essen zu Abend. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist jetzt der nächste Tag. Ich bin gerade... Ja, ich bin eigentlich schon länger wach. Ich habe schon Animal Crossing gespielt, meine ganze Morgenroutine und so weiter gemacht. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen... Ich sage heute die ganze Zeit Sachen, die ich eigentlich dann doch nicht gemacht habe. Ich habe gerade mein Gesicht gewaschen und eingecremt. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich fertig gemacht, aber... Ja, so semi. Ich würde den Vlog an dieser Stelle beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss!